Start mal los. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ihr seht's, mein Kollege wie immer im Urlaub. Man kennt es nicht anders mittlerweile. Wir haben Dienstag, den Zeitwohnsitz. 10. Dienstag, den 10. September, 14:30 Uhr mittags nehmen wir gerade auf. Und eben, ihr könnt es am Bild sehen und auch ein bisschen am Ton. Michael wieder im Urlaub, aber auch da geht die ganze Sache natürlich weiter. Deswegen würde ich einfach mal wieder sagen, hast du aus dem Urlaub was mitbekommen? Also was aktuell so ein bisschen los ist an den Börsen? Ich habe tatsächlich jetzt gelesen erst, gestern habe ich einen Beitrag gesehen, ganz interessant. Die Amerikaner zahlen gerade pro Tag 3 Milliarden Dollar an Zinsen aufgrund der Zinsthematik. Das Deswegen soll. rechnen viele jetzt damit, dass in den kommenden Tagen sogar um 50 Basispunkte die Zinsen gesenkt Gesenkt werden werden. können. Was hältst du Ja, davon? genau. Ja, der Markt schwankt ja so ein bisschen immer noch, ne? Einerseits, das war ja dann am Freitag noch krass, als wir hatten ja aufgenommen, da waren die Futures ja schon schwach. Aber dass das dann nochmal so wegrauscht, ich glaube, damit haben wenige gerechnet. So den genauen Grund, weil der Arbeitsmarktbericht war ja eigentlich soweit okay, muss man sagen, ne? Aber dann hat es irgendwie doch nicht gereicht und die paar weniger als erwartet Stellen haben doch wieder Rezessionssorgen ausgelöst oder die immer diese Aussagen, oh nee, vielleicht ist die Fed zu spät dran, ja? Oder oh nee, jetzt senken wir 50 Basispunkte, dann ist ja doch richtige Panik oder es ist alles so im Argen. Das sind ja immer wieder diese ganzen Diskussionen jetzt gerade. Also ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so ein großer Unterschied ist, ob 25 oder 50. Zumindest der Markt ist nicht mehr unvorbereitet auf 50. Deswegen, ja, also ein Vorteil wäre es, wie gesagt, ne, zinssensitive Unternehmen, aber auch, dass der Staat irgendwann nicht mehr ganz so viel Geld zahlen muss. Diese Ausgabeneskalation, muss man ja sagen, vom Staat. Jetzt auch unter Biden, das war ja davor aber auch schon, ist wirklich krass. Also was die an Schulden dazu genommen haben, das kann nicht so weitergehen. Ja? Also, und ich glaube, Kamala Harris, die ist ja da auch sehr ausgabenfreudig weiterhin, möchte aber gleichzeitig ja brutal die Steuern erhöhen, auch für nicht realisierte Gewinne und so. Hat auch, aber das können wir auch nochmal irgendwann vielleicht nochmal durchgehen, hat ja auch so ein bisschen sozialistische Züge, ja, was die da teilweise sagt, ist auch krass. Ich glaube, heute Abend ist ja auch hier das Rededuell, oder? Zum ersten Mal zwischen Trump und Harris. Bin ich mal gespannt. Wer da punktet, ich glaube angeblich ist Trump jetzt wieder vorne, aber ja, es ist irgendwie gerade so, am einen Tag hat man wieder Angst, eine Party zu verpassen und kauft die Schnäppchen, am anderen Tag ist irgendwie wieder Panik. Ich weiß nicht, ne? Also es ist ein bisschen crazy. Vielleicht ist es auch einfach der September, der ja historisch nicht so gut ist, deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich jetzt hier nicht ganz verrückt werde und dann immer mal dann, dass man immer hier im falschen Rhythmus ist. Wenn es hochgeht, Angst hinterherlaufen, dann knallt es wieder, dann fliegst du wieder raus. Das ist genau der falsche Rhythmus, ja. Aber ich glaube, das hatte ich ja gesagt, ich glaube nicht, dass wir jetzt wieder unkontrolliert nach oben laufen, sondern dass es sehr holprig bleibt. Und ja, das sieht man auch zuletzt, aber so ganz große neue Nachrichten gab es eigentlich gar nicht. Außer jetzt vom ein oder anderen Unternehmen. Da haben wir jetzt so ein paar, ich will nicht sagen Quick News, aber ja, sieht nicht so gut aus. Ich weiß gar nicht, willst du erst mit was Positivem anfangen oder wollen wir auf BMW zu sprechen kommen, nachdem wir ja letzte Woche schon mal so ein bisschen über Volkswagen gesprochen haben, dass es dort nicht ganz so einfach werden wird, was jetzt auch, oh Wunder, schon ja so ein bisschen abzusehen ist. Saskia Esken und so hat sich zu Wort gemeldet. Viele Politiker, die haben gesagt, nee, Volkswagen darf keine Werke schließen und so weiter. Das ist wieder genau das Problem, ja, dass die von allen Seiten reden sie rein und können sich nicht mehr bewegen. Und jetzt hat es auch noch BMW getroffen. Ja, das ist halt das große Problem, dass sie jetzt dann wieder eben alle Arbeitsplätze müssen gesichert werden. Ich meine, klar, die nächsten Wahlen sind nicht mehr so weit weg. Kommt nicht so gut dann, wenn man da so von umfangreichen Entlassungen und so in einer der wichtigsten oder eigentlich für uns sogar wahrscheinlich die wichtigste Industrie zu hören bekommt. Es ist eine schwierige Situation. Wir haben es angesprochen und auch bei euch in den Kommentarsektionen. Also da gab es we sehr wenige, die dem Ganzen optimistisch gegenüberstanden. Und wir haben es ja gesagt, also wir sehen das auch zu Recht so und auch nicht, dass wir es jetzt aktuell so als eine riesige Kaufchance sehen würden, weil die Zukunft wirklich extrem ungewiss ist in der deutschen Autoindustrie. Also die allermeisten sind sehr pessimistisch, weil man halt auch nicht weiß, wo da kurzfristig so
Also kurzfristig meine ich jetzt in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, wo da jetzt auf einmal wieder so die neue Euphorie herkommen soll. Also das wird ein ganz schwieriges Thema bleiben. Aber dann erzählen wir genau, wir hatten es letztes Mal ja schon über VW, wir haben ja über die Entlassung, die Werksschließung gesprochen. Was kam jetzt mit BMW? Weil eigentlich war es ja auch so, du warst ja auch immer noch so für BMW mit am optimistischsten. Wir hatten ja letztes Jahr auch ein Gespräch mit Florian Söllner vom Aktionär, der auch BMW mit Abstand noch so am besten gesehen hat. Aber was gab es denn jetzt für News von BMW? Erzähl das vielleicht jetzt Genau. mal. Also BMW war meiner Meinung nach immer noch mit am besten, weil sie sich nicht ganz so krass wie jetzt Volkswagen und Co. auf diese E-Auto-Strategie fokussiert hat, sondern sie gesagt haben, solange halt die Leute Verbrenner kaufen, liefern wir Verbrenner. Und damit haben sie eigentlich jetzt in den letzten Quartalen besser abgeschnitten als Volkswagen, Audi und Co. und haben sich auch in China ein bisschen besser geschlagen, muss man sagen, auch wenn sie dort jetzt selber auch unter Druck geraten. Aber heute, also gerade eben heute Mittag, 12:52 Uhr, kam dann die Meldung über den Ticker, BMW senkt den Ausblick. Und ja, das Problem sind unter anderem oder hauptsächlich Bremssysteme. Ich glaube, da gab es auch vorher schon mal Berichte, zugelieferte Bremssysteme. Und es wurde zwar kein explizites Unternehmen genannt, aber es ist wohl Conti, und auch die Conti-Aktie ist 7,5% im Minus, BMW sogar 8,5%. Und das Ding ist halt, ich habe erst gedacht, okay, das ist jetzt wieder so ein irgendwie hier, das war doch auch bei Porsche, ne? Sie senken den Ausblick, weil da irgendwie angeblich ein Zulieferer mit dem Hochwasser, sie konnten nicht genügend liefern, dass das auch wieder so eine Art Ausrede ist. Aber sie haben hier jetzt auch gesagt, China-Geschäft läuft auch nicht gut. Und jetzt haben sie halt den Ausblick wirklich massiv gesenkt, muss man sagen. Also EBIT-Marge jetzt nur noch 6 bis 7%, vorher 8 bis 10. Also im Hoch 10%, jetzt, wenn es schlecht läuft, nur noch 6%. Das ist ja wirklich brutal. Und der freie Cashflow soll jetzt von vormals über 6 Milliarden nur noch 4 Milliarden betragen. Und auch das Vorsteuerergebnis sollte beim vorherigen Ausblick, hieß es, leicht unter Vorjahr, jetzt deutlich unter Vorjahr. Und auch die Auslieferung soll nicht mehr leicht steigen, sondern leicht senken, weil man ja auch jetzt Autos zurückhält und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr, ja, eine sehr, sehr heftige Geschichte, muss man sagen, weil man jetzt viel Geld zurückstellen muss für Reparaturen anscheinend. Und ja, das haut jetzt richtig rein. Ja. Und das kommt jetzt gleichzeitig mit der allgemeinen Schwäche und der China-Problematik. Also, boah. Und dass die Aktie da jetzt so krass fällt, wundert mich nicht, denn jetzt muss man sich auch wieder die Frage stellen, ne, dieses Jahr jetzt massiv unter Erwartung, und es wird jetzt in den nächsten Quartalen, denke ich, nicht leichter. Diese technischen Maßnahmen, also sorry, wenn es jetzt hier gerade irgendwie rauscht, ne, ist ein bisschen windig. Die technischen Maßnahmen betreffen 1,5 Millionen Fahrzeuge, und es gibt eine Auslieferungssperre für noch nicht an Kunden ausgelieferte Fahrzeuge. Deswegen senkt man auch jetzt die Prognose. Man könnte natürlich jetzt sagen, da wird ein Teil vielleicht im nächsten Jahr nachgeholt, aber die Reparaturarbeiten, ja, das ist schon heftig, ne? Also sie haben immer noch einen 4 Milliarden Free Cashflow, aber das ist auch wieder so ein krasses Beispiel. Also bei BMW lag ich jetzt auch falsch, weil ich war da ja eigentlich nicht so pessimistisch. Ich habe zwar die Aktie nicht, aber man sieht jetzt auch wieder auf diese ganz niedrigen KGVs von 5 oder so, ne? Ich glaube, BMW war das ja auch. Ist halt auch oft doch wieder ein Warnzeichen, dass es entweder zumindest keine Ergebnissteigerung gibt oder dass eben auch mal solche Sachen hier passieren oder dass die Zukunft ungewiss ist. Und ja, jetzt hat es die Aktie erwischt und rauscht richtig nach unten. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Ist das übertrieben oder ist das jetzt für dich eine Kaufchance? Wir sprechen ja auch noch über Kaufchancen heute. Ist für dich jetzt BMW eine Kaufchance? Nee, also deutschen, also allgemein Autobauer würde ich sowieso nie anfassen. Da, wie willst du das auch bewerten? Du hast ja gerade gesagt, also KGV, die könnten KGV von 0,1 haben. Die Situation könnte trotzdem extrem oder ist oft extrem schwierig, ja. Also, weil so ein Autobauer, da kann es auch mal ganz schnell passieren, dass die auf einmal ins Negative rutschen, ja. Also da braucht man sich keine Illusion machen, die irgendwie mit normalen Bewertungskennzahlen
Kennzahlen zu bewerten, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, also man kann sich mal so ein bisschen mit den Aussichten beschäftigen und dann schauen, wie sind sie aktuell jetzt bewertet von der Marktkapitalisierung, ob man das dann vernünftig findet oder nicht. Ja, also das sind für mich so eigentlich so die perfekten Aktien so zum Traden halt tatsächlich. So auch mal ein bisschen längerfristige Trades, also jetzt nicht irgendwie Daytrading oder mal in ein paar Tagen. Ja, aber wir haben es ja oft gesagt, es ist aktuell so unsicher und anders wie bei vielen anderen Aktien ist es da eben auch meiner Meinung nach überhaupt nicht sicher, dass die sich langfristig wieder erholen werden. Ja, also da gibt es eben ganz andere Aktien, wo es halt für mich einfach sehr viel wahrscheinlicher ist, dass es da halt wieder zu deutlichen Erholungen dann kommt, weil die chinesischen Autobauer, auch Tesla und so, die sind gekommen, um zu bleiben. Ja, also da sehe ich relativ wenig Aufholpotenzial die nächsten Jahre dann einfach. Eher im Gegenteil, man muss gucken, dass man nicht noch mehr verliert dann in der Zukunft, ja, und allein Ich das habe wird schon übrigens dann. ganz kurz, weil ich habe ja gerade einen BMW iX3, wir hatten das Thema ja schon häufiger. Ich wollte gestern noch hier in meine Stories bei Instagram rumschreien, dass ich BMW totshorte, weil ich mich wieder so aufgeregt habe über dieses ganze Navi und so weiter. Das funktioniert einfach nicht. Ich weiß, dass das System wieder alt ist, aber auch diese Zwischenstopps und so, ich bin dann gefahren. Die Story war ja, dass ich gestern hierher gefahren bin. Wir sind ja im Centerpark hier, Hochsauerland, gut 2 Stunden Fahrt angekommen. Wir waren kurz hier und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ich habe meinen einen Rucksack vergessen, wo unter anderem hier Laptop drin war, alle Ladekabel, auch Kulturbeutel und so. Also kurzum, ich muss nochmal zurückfahren, ja. Und dann bin ich auch hier angekommen im Center Park. Ich hatte natürlich vorher geschaut, als Elektroautofahrer musst du immer gucken, schon mal, ah, wo sind Ladesäulen und so. Ne? Und dann fahren wir an, bin halt auch schön schnell gefahren. 200 Kilometer, das Ding war fast leer. Ne? Also wieder, nee, nicht mal, 180 Kilometer fast leer. Komm mal an, irgendwie mit ein paar Prozent. Und dann ging diese blöde Ladesäule hier wieder nicht. Ne? Also selbst mit denen ihrer App, wo die gesagt, lad die runter, wurde die einfach nicht angezeigt. Also keine Ahnung, habe ich gesagt, egal, dann fährst du morgen hier irgendwo in die Umgebung, lädst. Aber da musste ich ja natürlich an dem Tag wieder gestern fahren. Da bin ich wieder mit leerem Ding los. Dann habe ich dann direkt über die BMW-App geschaut, wo muss ich laden. Hat er mir so eine Aral Puls angezeigt, da irgendwo bei Marburg, da wäre ich noch genau hingekommen, ganz knapp. Ja. Und dann fahre ich los und dann irgendwie, aber im Navi, der zeigt dieses Ding nicht an. Ich bin fast verrückt geworden. Da habe ich immer währenddessen herumgefummelt und geguckt und wieder neu gestartet, bis ich dann irgendwann manuell dorthin genavigiert bin, weil es wieder nicht funktioniert hat. Da bin ich echt so sauer geworden einfach. Also das ist diese ganze Software in den alten Systemen, das ist einfach nur eine Katastrophe. Und ich hoffe, dass das mit den neuen Systemen besser wird, auch bei BMW, weil da ist Tesla so weit vorne. Einfach und jetzt auch mit Full Self-Driving, du hast gesagt. Also ich weiß nicht, wie die Zukunft jetzt bei allen Deutschen aussieht. Bei BMW, den gebe ich auf jeden Fall noch Chancen, aber boah, da muss so viel passieren jetzt einfach. Und ja, gestern war auf jeden Fall wieder Horrorerlebnis. Ich frage mich, was so wäre, wenn das so, keine Ahnung, meine Eltern so machen müssten und so. Ja, die werden ja komplett verzweifelt einfach. Das wird gar nicht gehen. Ne? Die wird einfach stehen bleiben. Also das ist einfach ein Graus. Ne? Also man muss da echt Ja. viel aushalten als E-Autofahrer. Meine Schwester hat ein neues E-Auto, irgend so ein Hyundai Ioniq, und der hat wohl keine Notentriegelung. Die ruft mich an gestern, stand an der Stelle, hat das Ladekabel nicht mehr rausbekommen. So geil, ey. Es gibt irgendwie keine Notentriegelung dort, ich weiß es nicht. Irgendwann hat es geschafft, aber das sind echt so Sachen, das ist Mist einfach. Ja, gut, so ist es. Aber gut, ja. Fazit, Oje. erstmal abwarten. Ne? Also ich sag mal so, ne? Ich gucke gerade mal geschaut auf den Chart. Die stehen jetzt wieder am Tief von Mitte 2022. Waren natürlich schon während Corona auch mal hier bei 40 Euro. Jetzt stehen sie gerade bei 70 Euro. Also die sind schon immer sehr volatil. Also BMW hat sich bis jetzt auch immer erholt. Wenn es da vielleicht noch weiter nach unten geht, vielleicht so Richtung 60 Euro, dann würde ich sogar mal überlegen. Oder wenn die 70 Euro hält. Aber jetzt mit der Gewinnwarnung ist es ja oft so, dass der Druck mehrere Tage anhält. Da würde ich jetzt auch erstmal warten. Ne? Also jetzt Vertrauen erstmal weg. Kurzfristig weiß ich nicht, ob da jetzt alles eingepreist ist. Ganz schwierig. Ne? Aber ist echt Ja. traurig, ne? Weil der Autosektor ja auch so hochgewichtet ist im DAX. Also das ist heftig. Ne? Ja, weil er mittlerweile natürlich zuletzt deutlich abgenommen hat. Also er wurde ja zuletzt vor Ja. allem so von den Tech-Werten, also eben so von SAP, von Siemens, von der Telekom und so getragen. Aber ist natürlich trotzdem eine wichtige Branche für uns, also vor allem halt auch für uns in Deutschland, weil wir durch die halt wirklich richtig viel Geld verdienen. Ja, aber wir werden es auf jeden Fall weiter für euch mit beobachten. Genau, ansonsten wollen wir heute natürlich auch ein bisschen drüber sprechen. Es gab ja Korrekturen am Tech-Markt, wo wir da
so aktuell ein paar Chancen sehen. Und dazu gab es ja auch noch einige spannende Nachrichten dann. Ja, gestern unter anderem ist ja das Apple-Event gewesen. Also wenn ihr das zu hören bekommt, natürlich dann schon vorgestern. Und ja, keine Überraschung, iPhone 16 wurde vorgestellt. Ich habe es mir ein bisschen angeschaut. Es war ja aber vieles auch schon im Vorfeld eigentlich so ein bisschen klar. Und ich muss sagen, ich habe jetzt nichts ganz Neues mehr gesehen. Ich habe nämlich auch schon ein paar Tage vorher gehört, dass es eine neue Taste geben wird. Das ist auch tatsächlich so gekommen, die Wahrscheinlich, sich ja. hauptsächlich um die Kamera dann drehen wird. Also mit dieser neuen Taste, da kannst du die Kamera öffnen, du kannst Video, du kannst Foto machen, du kannst auch reinzoomen, indem du auf der Taste hin und her swipest, habe ich gesehen in den Videos. Ansonsten natürlich wieder eine neuere Kamera, so wie man es halt kennt. Und ich glaube, so das größte Thema soll halt so diese KI-Integration sein. Da hat man vor allem so vorgehoben, eben wenn man Textnachrichten macht oder E-Mails, dass man das Ganze verbessern kann, noch ein bisschen anders grammatikalisch darstellen kann. Allerdings kam auch für uns in Deutschland schon gleich die Meldung, dass es noch einige Hürden gibt in Europa, Ja. sodass viele KI-Tools bei uns noch nicht so vollumfänglich ja Ja, zugänglich sein ich werden. Wird dann glaube sogar kommen, gar ja. nicht bis jetzt, oder? Also wegen dem Digital Markets Act, Genau, ja. ist das irgendwie der Start in Europa, ist komplett unklar, ne? Ich denke mal jetzt auch, wird Tesla natürlich da schön quasi den schwarzen Peter an die EU schieben. Also ich bin da ja irgendwie so zweigeteilter Meinung. Zum einen ist es, wo ich denke ich mich jetzt wieder, okay. Diese blöde EU, ne, dass die da jetzt wieder hier uns Europäer die Innovation vorenthalten, aber Apple spielt schon oft auch mit gezinkten Karten, ne, mit ihrer Monopol 30% da in den App Stores und so weiter, ne, was da so läuft. Letztens noch gelesen, dass sie irgendwie jetzt Spotify zum Beispiel verboten haben oder allen diese Lautstärketasten zu benutzen. Das geht nur noch in der App, kannst du jetzt die Lautstärke ändern irgendwie dann bald oder sowas, ne? Also solche Sachen halt alle. Das ist schon irgendwie auch teilweise ein bisschen seltsam, aber ja, wir müssen uns auf jeden Fall noch gedulden. Ich habe übrigens hier eine Umfrage heute gemacht. 18% der Leute, die da teilgenommen haben, es waren glaube ich viele tausend, die kaufen das neue iPhone. Deswegen, kaufst du es dir? Ja, ich habe es ja gesagt, aber es liegt jetzt nicht daran, dass ich es jetzt so mega neu, innovativ und cool fand, sondern weil meins halt jetzt schon ins fünfte Jahr reingeht. Naja, Deswegen stimmt, hast du gesagt, ja. habe ich dann gesagt, deswegen wird es jetzt bei mir, also es war mir von vornherein einfach klar, weil eben meine Ladebuchse auch nicht mehr richtig funktioniert und ja, Bildschirm sieht jetzt auch nicht mehr so mega gut aus. Also nicht jetzt, dass er Spider-Glass-App hat oder so, aber jetzt natürlich schon einige Kratzer drauf dann. Und deswegen, ich werde es mir tatsächlich holen, aber liegt einfach daran, dass mein Gerät schon mittlerweile für ein Handy sehr alt dann eben ist und schadet auf jeden Fall dann mal meiner Meinung nach dann nicht. Ja, genau. Ja, ich, ansonsten, Ansonsten. ich hab ganz kurz noch geschaut, genau, ich glaube, diese größte Neuerung war, genau, was du gesagt hast, diese Taste. Es gibt mal wieder hier diesen neuen Chip, der wieder schneller ist. Genau, die Kamera ist wieder besser. Im Endeffekt ist es ja auch jedes Jahr dasselbe. Das Problem war ja, dass du da die letzten Jahre gar nichts mehr gemerkt hast an den Unterschieden. Aber dieses Jahr gibt es halt schon, denke ich, schon den größeren Upgrade-Zyklus, weil man, wie gesagt, nur mit dem iPhone 16 und 16 Pro dann auf diese ganzen KI-Funktionen zugreifen kann. Ne? Die gibt es zwar in Europa noch nicht, aber irgendwann wird das schon kommen. Ne? Die werden sich da schon einigen. Deswegen, ich denke mal schon, dass das ein guter Erfolg wird. Ich glaube, es ist auch dünner geworden, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Das Display ist ein bisschen größer geworden. Ja, ich werde es mal auch holen und mal schauen. Ne? Aber ein Riesen, ich weiß nicht, also diese Taste soll am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, aber man soll es wohl sehr schnell mit klarkommen. Deswegen, ja. Bin mal gespannt, Ja, aber schauen wir der ganz mal. große Bang war es jetzt nicht. Die Aktie war gestern auch so ein bisschen im Minus, aber die ist auch im Vorfeld schon ganz gut gelaufen, ne? Weil ja die Prognosen für die iPhone-Auslieferung dieses Jahr mehrfach, glaube ich, angehoben wurden. Also ich glaube, Apple rechnet da schon mit einem recht großen Erfolg. Ja, schauen wir mal. Also ich bin gespannt, ob der tatsächlich so kommt, weil es ja wirklich sehr optimistisch jetzt so die letzten Wochen und Monate waren aufs neue iPhone. Man hat ja auch gehört, sie haben irgendwie 90 Millionen in Produktion gegeben oder so um die Genau. 90 Millionen. Es ist schon alles sehr optimistisch, vor allem so aufgrund der negativen Nachrichten, so die wir Anfang des Jahres hatten. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt, ob das tatsächlich so einschlagen wird, weil ich habe jetzt nicht viel gesehen, wo ich jetzt sage, boah, ja, da holt man jetzt mal wieder so die Leute ab, dass sie sich schon mal wieder nach einem oder 2 Jahren dann das Neue dann Es holen. gibt neue Farben beim iPhone Pro. Vielleicht ist ja der Riesenkick. Titanium, Sand oder Natur. Aber wer guckt, also ich weiß nicht, also Farbe ist irgendwie, ich
ich habe sowieso immer in der Hülle drin, da Ja, wirkt hat die ja Farbe jeder, ne? Das ist sowieso nicht mehr. total. Ja. Ich weiß original sogar gerade nicht, welche Farben mein iPhone hat, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, weil das ja eh immer in der Ja. Hülle ist. Also völlig Eben. sinnlos, ja. Ja, also da bin ich mal echt gespannt. Wir werden es auf jeden Fall weiter auch auf dem Schirm für euch haben, so also wie ja fast jede große Tech-Aktie, genau. Aber wir haben ja angekündigt, genau, ich werde euch heute oder wir werden euch heute ein paar Tech-Aktien sagen. Es gab ja zuletzt wirklich einige, ja doch sehr umfangreiche Rücksetzer. Also einige Big Techs haben ja 30% und mehr korrigiert von ihrem Top. Da kann man mal wirklich wieder von einer Korrektur sprechen. Und ich kann euch auch noch sagen, dass ich eine neue Aktie für meine Kinder gekauft habe. Zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn ihr die Folge hört. Also es wird jetzt direkt im Anschluss an der Folge dann sein. Aber kurz vorher noch eine kleine Werbeunterbrechung. Wenn ihr einen Broker sucht aktuell, dann könnten wir euch den Smart Broker Plus ans Herz legen. Das ist ein Kooperationspartner von uns. Ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung. Und aktuell gibt es auch noch ein ganz tolles Angebot, nämlich nur über unseren Link. Wenn ihr den benutzt, bekommt ihr eine DHL-Aktie umsonst. Und das Lustige ist, ich habe im Vorfeld mal reingeschaut, in den letzten 4 Wochen DHL-Aktie hat fast 10% zugelegt. Also da Ja, sieht man, weil da haben wir mehr keinen. Leute die Depot eröffnen, damit kommt so eine Zusatznachfrage. Geht nur hoch, ey. Ja, da Wahnsinn. seht ihr mal, also ihr könnt da quasi mit dem Strom mitschwimmen. Also ihr eröffnet ein Depot beim Smart Broker, bekommt eine DHL-Aktie aufs Haus bei uns. Ihr müsst da nichts weiter machen, also keine irgendwie Trades oder so machen oder eine bestimmte Summe Geld einbezahlen. Ihr bekommt die innerhalb von 2 bis 4 Wochen gutgeschrieben. Der Smart Broker, der bietet extrem viele Börsenplätze dann eben auch an. Das ist davon hebt er sich auch deutlich von anderen dann eben ab. Also unter anderem könnt ihr da auch an der New York Stock Exchange eure Aktien handeln, natürlich aber auch an kostengünstigen Plätzen für uns. Also ein sehr großes Angebot. Ihr habt mehrere tausend Aktiensparpläne, ETF-Sparpläne, die ihr teilweise oder zum großen Teil ohne Gebühren dann eben auch auflegen könnt. Also guckt es euch gerne mal an. Und wie gesagt, ihr könnt dabei auch noch eine gratis DHL-Aktie mitnehmen. Also die bekommt auch jeder von euch. Das ist allerdings jetzt nur noch zeitlich begrenzt. Es geht nur noch wenige Wochen das Angebot. Und dann deswegen würde ich mal sagen, schaut gerne unten Videobeschreibung oder wenn ihr über Apple Podcast oder Spotify zuschaut, schaut gerne in die Show Notes rein. Da findet ihr den Link und ihr helft dadurch natürlich auch so ein bisschen die Arbeit, damit auf unserem Kanal, auf dem Podcast hier zu finanzieren und damit dann auch wieder Werbung Genau. Ende. Genau. Wir haben euch heute einige Tech-Aktien mitgebracht, da doch ja wirklich sehr vieles los war. Also ich habe ja erst vor kurzem ein Video gemacht, wo ich dann, also das waren so meine Top-Aktien für den September, also so Wachstumsaktien, das war ganz im Zeichen der Wachstumswerte. Ich habe euch jetzt natürlich nicht die gleichen Aktien mitgebracht, das wäre ja ein bisschen, ja, also recyceln wollen wir natürlich, also möchte ich persönlich natürlich nicht. Ich finde aber, dass es auch aktuell so ein bisschen, ich sag mal so, auch in jeder Kapitalisierungsgröße aktuell coole Aktien gibt, meiner Meinung nach, ja, weil die einen oder anderen auch so ein bisschen Probleme haben. Und ich habe ja auch drüber gesprochen, also die ASML-Aktie, die ist zuletzt über 30% korrigiert von ihrem Plus, von ihrer Spitze oben. Allerdings, wenn man sich auch mal die anderen Maschinenbauer anschaut aus dem Sektor im Halbleiterbereich, da finde ich aktuell auch eine KLA und auch eine LAM Research extrem spannend. Die hat es auch sehr stark gebeutelt zuletzt. Lag natürlich auch so ein Stückchen daran, dass die schon extrem hoch von der Bewertung her waren. Aber wenn man sich eben jetzt mal so die Bewertung jetzt auch wirklich anschaut, muss ich sagen, das sind ja auch beides, also auch LEM und KLA haben sehr starke Marktpositionen. Eine LEM, die hat jetzt aktuell eine Bewertungsmultiple, also ein Forward-KGV von 20,5 und eine Free Cashflow Yield von 4,5. Das ist also für ein Unternehmen in der Position, in der also auch zukunftsweisenden Technologie, muss ich sagen, finde ich sehr attraktiv und auch eine KLA. Also eine KLA hat eine ähnlich starke Marktposition wie eine ASML. Also die haben 5-mal mehr Marktanteile als Platz Nummer 2 in ihrem Sektor. Also kann man auch wirklich von einer Monopolstellung sprechen. Und die haben aktuell einen Forward-KGV 24, EV-EBIT von 27 und eine Free-Cash-Yield, die mittlerweile auch schon bei über 3% angekommen ist. Also es liegt vor allem eben daran, dass beide zuletzt doch wirklich umfangreiche Korrekturen dann hatten. Und ich muss sagen, neben einer ASML, die ich aktuell spannend finde,
sind auch diese beiden Maschinenbauer sehr stark, meiner Meinung nach. Und da kann ich euch jetzt auch schon gleich spoilern. Ich habe aber trotzdem, da ich ja ein großer Fan bin, wie ihr wisst, ASML, habe ich jetzt für meine Kinder ins Depot gelegt, weil für das Kinderdepot habe ich ja auch so ein bisschen so diesen Dividendenwachstumsaspekt als so als Strategie, weil das ist ja sozusagen das zweite Depot, das ich für meine Kinder aufbaue. Das eine sind eben Einzelaktien, das andere sind einfach stur die ETFs, wie man es ansonsten natürlich so kennt. Aber ASML, die sind natürlich auch wirklich sehr stark, was Dividendenwachstum angeht. Die hatten ja mal vor, ich glaube, vor 3 Jahren, also im Jahr 2020 auf 21 haben sie zum Beispiel die Dividende einfach um 100% erhöht. Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Natürlich rechnet man jetzt in diesem Jahr nicht mit so hohen Wachstumsraten, aber in den nächsten 2, 3 Jahren, wo sie ja wieder deutlich zweistellig beim Gewinn wachsen sollen, da rechne ich dann auch wieder mit sehr saftigen Dividendenerhöhungen. Und sie hatten in den letzten 5 Jahren durchschnittliche Anhebung von 24% pro Jahr, was die Dividende angeht. Und daher habe ich mich dann auch dazu entschieden, ASML bei meinen Kindern ins Depot zu legen. Und das wären jetzt aktuell auch mal eben so ein Sektor, den ich sehr spannend finde. Und auch wir hier in Deutschland haben noch aus dem Maschinenbau eine PVA Tepla, die jetzt zuletzt nochmal zusätzlich unter Druck geraten ist, weil es da nochmal eine krasse Abstufung Genau. gegeben hat, die ich aber persönlich ja einfach zu viel fand. Also da gab es teilweise davon, also gab es da Aussichten, da haben die Analysten gemeint, dass es bis zu einem Drittel weniger an Gewinn geben könnte, als das Unternehmen selbst aktuell ja für möglich hält. Und das finde ich doch schon eine sehr pessimistische Aussage, vor allem weil PVA in einigen Bereichen sogar zuletzt ihre Prognose erhöht haben. Es gab auch nochmal Insiderkäufe, das muss man auch nochmal dazu sagen. Und ich finde PVA Tepla weiterhin eine sehr spannende Aktie, auch wenn der Chart natürlich sehr schwierig jetzt zuletzt war. Aber ich muss auch dazu sagen, PVA Tepla ist natürlich eine deutlich riskantere Aktie für mich jetzt persönlich, gerade auch so auf die nächsten 1, 2 Jahre, als es beispielsweise eben eine KLA, eine LEM oder eine ASML dann eben ist. Ja. Also ich hoffe, glaube, irgendwie sind meine AirPods gerade ausgegangen, abgestürzt, ich weiß nicht. Okay. Meine Aufnahme läuft wieder neu. Ich hoffe, bei dir läuft sie Läuft alles weiter. noch weiter, Ja, ja. läuft alles super, genau. Stimme Also hört sich jetzt ein bisschen anders an, ja. aber wie gesagt, ihr müsst halt, wenn einer von uns im Urlaub ist, muss man halt mit diesem Ton, muss man ein bisschen Ich klarkommen. sag nicht mehr viel, außer genau, außer Daniel stellt sich gegen die UBS bei ASML. Die hatten ja vor kurzem auf neutral abgestuft, weil sie mit weniger Ergebniswachstum rechnen. Aber irgendwie auch so eine Wischiwaschi-Aussage. Keine Ahnung, woran das liegt. Und du hast gesagt, bei PVA Tepla war es Hauck und Aufhäuser. Die haben, glaube ich, von Buy auf Sell abgestuft. Da dachte ich auch, okay, was kommt da jetzt für eine krasse Begründung? Da war das auch wirklich nur Wischiwaschi. Aussichten irgendwie jetzt doch nicht mehr so gut oder irgendwie sowas halt, ne? Keine Ahnung, wo er das jetzt her hat, da der Analyst, aber ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Aber ja. ASML habe ich ja auch im Langfristdepot, kam jetzt zurück, überlege ich auch nochmal aufzustocken, aber die ist ja auch schon immer sehr volatil. Also UBS hat aber auch gesagt, sie sehen weiter gute Zukunftsaussichten, aber weniger Ergebniswachstum als vorher noch gedacht. Keine Ahnung, ne? Also das ist so die Begründung gewesen. Genau. Hast du noch irgendwas? Dann ich halte mich mal ein bisschen zurück, damit ich nicht den Ton verhunze. Du kannst da noch was raushauen, was du möchtest. Ja, alles gut. Also ich sag euch nochmal für diejenigen, die mein Video nicht gesehen haben. Also ich war aktuell auch sehr bullish, was Amazon und Alphabet angeht, weil ich fand wieder, dass die letzten Zahlen hervorragend waren. Ich wollte es jetzt nur nochmal in dem Video eben erwähnt haben. Ich werde da aber nicht drauf weiter eingehen. Da könnt ihr auch gerne mein Video dazu anschauen, also meine Top-Aktien für den September. Aber ich habe euch noch eine andere Aktie aus dem Tech-Bereich mitgebracht, die ich aktuell spannend finde, und das ist Paycom. Das ist ein Unternehmen, die sind so im Bereich, ja, Human Resources zu Hause. Also die liefern so ganz Infrastrukturen, also da kannst du eben Arbeitszeiterfassung, da kannst du verschiedene Sachen mit planen. Die sind da also ja so eine Art Softwareunternehmen, die Unternehmen dabei unterstützt, und das ist sowieso, finde ich, ein sehr spannendes Thema, weil da immer mehr natürlich die Unternehmen schauen, was sie da auslagern können, entweder an komplette Dienstleister oder dann natürlich eben über eine einfache Software, dass du da nicht immer x Mitarbeiter brauchst, die sich nur darum dann kümmern. Und Paycom ist, wie ich finde, zum einen eine Aktie, die finde ich
Mit Hinblick auf ihre Wachstumswerte finde ich sie schon sowieso schon mal recht günstig bewertet. Also sowohl das aktuelle KGV als auch ihr Forward-KGV liegt aktuell bei ziemlich genau 20, also bei 19,9. Die Free Cash Flow Yield, die ist in den letzten 2, 3 Jahren enorm angestiegen. Also die hatten immer nur so eine Free Cash Flow Yield von ungefähr 1%. Jetzt mittlerweile sind wir bei 3,4% angekommen. Man muss bei ihnen fairerweise sagen, sie hatten auch zuletzt noch mal einen größeren Anstieg, was die Share-Based Compensation angeht. Allerdings sind bei Ihnen die ausstehenden Aktien rückläufig. Das bedeutet, Sie kaufen, Sie haben in den letzten Quartalen mehr Aktien zurückgekauft, als Sie über die Mitarbeiterprogramme ausgegeben haben. Also es gibt hier keine Verwässerung der Aktionäre. Im Gegenteil, es ist sogar minimal rückläufig gewesen. Und wenn man sich anschaut, die Gewinne, also man rechnet in diesem Jahr damit, dass der Gewinn fast 40% wachsen wird. Im nächsten Jahr, da soll es zwar einen Rückgang von 15% geben, danach soll das Ganze aber wieder zweistellig steigen und der Umsatz soll auch in den nächsten 2 Jahren zweistellig steigen. Also mit Hinblick auf diese interessante Thematik meiner Meinung nach, ja, man hat da aktuell so ein bisschen, sie sind zuletzt so unter Druck geraten, weil man natürlich so ein bisschen die Sorge hatte im Softwarebereich, was natürlich normal ist, dass eben der Arbeitsmarkt abkühlt, vor allem so in den USA und so, dass dann eben da so noch so ein bisschen Erträge wegfallen werden. Das ist natürlich völlig legitim, dass es da dann eben Abschläge gegeben hat. Aber wenn man sich mal so anschaut, also Paycom ist eine Aktie, die hatte teilweise, also die war mal, wenn man jetzt mal anschaut, zu Spitzenzeiten hatte die mal ein Forward-KGV im dreistelligen Bereich und Boah. aktuelles KGV. Jetzt reden Krass. wir von aktuell KGV und Forward-KGV von 20. Also finde ich für so ein Technologieunternehmen, das gute Margen hat, das gute Zukunftsaussichten, Wachstumsaussichten hat und aktuell viel Pessimismus drin ist, eine Aktie, die ich wirklich sehr spannend zum aktuellen Zeitpunkt finde und die kennen mit Sicherheit viele von euch auch noch nicht so sehr. Also schaut euch die auch gerne mal an, finde ich ein ganz interessantes Unternehmen. Ist natürlich auch nicht super klein dann, was so die Marktkapitalisierung angeht. Also auch das eben Unternehmen, das jetzt nicht irgendwie so eine kleine Glitsche ist. Wie gesagt, die sind schon sehr lange auch sehr profitabel. Also sind da ein sehr eingesessener Player am Markt. Und ich schaue euch gerade, was zum aktuellen Zeitpunkt, also fast 10 Milliarden Marktkapitalisierung haben wir hier aktuell. Und eben da könnte, das könnte auch mal so ein bisschen so meiner Meinung nach so eine Turnaround-Wette dann eben sein, weil da eben halt auch meiner Meinung nach so dieses Gesamtkonstrukt, diese gesamte Story für mich recht stimmig dann hier ist, was das angeht, ja. Genau, ja, ich kann noch ganz kurz was zu Amazon sagen, weil da überlege ich auch, ich habe es ja schon lange im Langfristdepot, bin auch da, ich glaube, über 100% im Plus, überlege aber sogar jetzt echt aufzustocken. Die Aktie ist ja auch vom Hoch ein ganzes Stück weit weg, obwohl sich das Wachstum bei AWS, also der Cloud-Sparte, wieder beschleunigt hat. Und es lief wohl gestern so eine Konferenz von Goldman Sachs, wo unter anderem auch der CEO, der Garmin heißt der, Matt Garmin von Amazon Web Services, da war er vor Ort und er hat sich sehr optimistisch gezeigt und unter anderem gesagt, dass sie aktuell erst von diesen Datenworkloads 15 bis 20% in der Cloud sind und die meisten Unternehmen haben das immer noch irgendwie bei sich vor Ort stehen, die Server, und dass er dort dadurch, allein dadurch, noch sehr viel Potenzial sieht in den nächsten Jahren, weil es sehr viel einfacher ist, da das zu buchen und auch teilweise günstiger als eigene Server zu betreiben. Und auch Thema KI, auch die künstliche Intelligenz treibt immer mehr Menschen in die Cloud. Und das ist, was er jetzt gesagt hat, er ist die Spitze des Eisbergs und da kommt noch sehr viel mehr. Er ist da unglaublich begeistert von der Technologie und jede Branche wird sich da mit der Zeit verändern und ja, da gibt es große Effizienzgewinne, hat er gesagt, und deswegen ist er für die nächsten Jahre sehr optimistisch. Bei AWS war es ja auch so, ich glaube vor einigen Quartalen war es, als ja alle Unternehmen so Geld sparen wollten, hat AWS, also ich bin jetzt nicht selbst dort Kunde, aber AWS hat da wohl Tatsache den Kunden wirklich geholfen, Kosten zu sparen. Damit hat man sich natürlich kurzfristig schönes eigene Fleisch geschnitten, aber man hat den Kunden eben geholfen und ja. Es ist einfach so bei Amazon, ne? Kundenzufriedenheit ist das Wichtigste und das haben sie wohl jetzt geschafft und jetzt sind die Kunden gut aufgestellt und jetzt beschleunigt sich eben das Wachstum auch wieder und deswegen ist man auch dort besser aufgestellt als die Konkurrenz, sagt man, zumal man auch viele eigene Chips da entwickelt und so weiter, die Kosteneffizienz in Performance sehr gut ist. Also diese ganze Thematik mit AWS, was ja extrem viel Geld verdient und über 100 Milliarden Umsatz mittlerweile macht pro Jahr jetzt,
Das, ja, ich glaube, da ist noch einiges zu holen in den nächsten Jahren und deswegen finde ich Amazon so spannend, weil sie eben jetzt auch nicht nur E-Commerce sind, sondern vor allen Dingen AWS haben, aber auch noch viele weitere Sparten, Werbesparten, wir haben ja schon oft drüber gesprochen und auch das E-Commerce, ja, das ist ja auch mittlerweile in einigen Ländern profitabel und deswegen ist Amazon für mich mittlerweile echt, ja, auf dem Niveau sehr spannend wieder. Ja, genau. Bei Google war es ähnlich, vor allem auch was die Cloud angeht. YouTube ist stark gewachsen, genau. Aber das ist, wie ich finde, doch ein tolles Schlusswort für heute. Also denkt dran, liked uns auch. Also trotz des schlechten Tones diesmal. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Aber ihr wisst, ansonsten ist die ganze Sache ja ein bisschen anders. Ansonsten, genau, wir würden uns freuen, wenn ihr auch unseren Kanal abonniert. Schaut, wie gesagt, unten Videobeschreibung, angepinnter Kommentar oder Shownotes mal in unser Smart Broker-Link dann rein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao, macht's gut.